Victoria Sebasch mit Paprikagemüse je 1 rote, gelbe und grüne Paprikaschote, 2 Zwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 6 bis 8 frische Salbeiblättchen, 6 Esslöffel Olivenöl, 500 Gramm Victoria Sebasch Filet Salz, 4 dünne Scheiben Frühstücksspeck, 30 Milliliter Gemüsebrühe, Klammer auf Instant Klammer zu, EL Kapern Klammer auf Glas Klammer zu. Pfeffer minus 2 Esslöffel Zitronensaft, Paprikaschoten halbieren, putzen, entkernen, waschen. Mit einem Spacheller die Haut entfernen, Schoten würfeln. Zwiebeln und Knoblauch abehen und klein würfeln. Salbei ab, außen trocken tupfen, in feine Elfen schneiden und mit 2 Esslöffel Öl errühren. Fisch kalt abbrausen, trocken tupfen und in 4 gleich große Stücke schneiden. Fischfilets leicht salzen, mit Salbeiöl bestreichen und mit jeweils eine Scheibe Speck umwickeln. 2 Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Paprika darin andünsten. Gemüsebrühe und Kapern mit etwas Sud zugeben und das Gemüse in etwa 7 Minuten garen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Übriges Öl in eine Pfanne erhitzen und die Filets darin auf jeder Seite 2 bis 3 Minuten braten. Filets mit Paprikagemüse auf Tellern anrichten, eventuell mit Salbei garnieren.